Tja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS15. Ja, wie ihr seht, ich habe einen neuen Hirsch gekauft. Und der neue Maisdrille, der Monosem. So, wollen wir die voll machen. Und dann zum Acker und Mais legen. Itch ist noch am Grubbern da auf dem Stück. Neben der Biogasanlage da, ne? Jo. Ich denke, kauf's einfach mal einen Hirsch. Dann machen wir die gleich eben bei Reifeisen voll. Brauchen wir jetzt lange am Hof. Da gab es auch noch so eine Düngefunktion vorne dran. Aber ich denke, nee, das kann ich nachher mit dem Deutz und mit dem Dings machen oder so. Da ist auch Fliegebereifung drauf und also ein Kram, glaube ich, auf dem Deutz, ne? Jo. Eigentlich müsste ich hier Saat kriegen. Mal eben kicken. Geht da nicht mal in irgendwo? Gift doch nicht. Riebgießen und keine Sod. Nur so mal. Saatgut, siehst du. Gift doch. Wie funktioniert das? Ich habe noch nie was geholt. Doch, geht. Da müssen wir nächstes Mal anders machen. Dann hole ich mir den Saatguthänger von Brandner oder den anderen. Mit Überladerohren dran. Jo, einige Leute fragten mich, Mensch, hast du nicht mal einen John Deere und so? Ich sage, jo. Kaufen wir uns mal die und die. So eine feine Sache, ich finde ihn gut. Der ist von Forbidden Mods. Puma. Dem Puma, der hat das gebaut, das Ding. Fand ich gut, ich habe lange rumgesucht. Wie ihr wisst, ich bin da so ein bisschen. Ne? Ja, und den finde ich gut. Einer der wenigen. Das ist nicht ganz so tolle, aber naja, gut, da lebe ich mit. Und für den Hof, die Größe, die ist okay. Nee, was soll hier mit einem R8 oder was? Weiß ich auch nicht. Brauche ich nicht. Können wir demnächst auch mal wieder Ränder mal anschicken, nehmen du. Aber erstmal müssen wir hier unseren Krams machen. Ey, wer ist da denn? Harry oder was? Aber sieht so aus. Tja, ist auch Malheur passiert. Hier habe ich letzt einen in Aushilfe noch. Mit Grubbern so ein bisschen. Aus dem Dorf, so ein Junge da, und dann, oh, ich denke, Alter, ich komme mal wieder an, hat er mir den Teil vom Mais weggedüttelt, der schon aus der Erde guckte, du. Ich sag, Junge, das müssen wir noch lernen. Ich sag, du musst auch wissen, was Gras oder Mais ist, ja, den Unterschied, den muss ich immer mitkriegen, du. Naja, gut, mein Fehler, ich habe ihn doch upset, ne. Das ist mein Fehler, jo. Einfach mal GPS hat er. Nehmen wir den auch, ne? Stramm ran da. Und den Geiler. Na, seht ihr, da hinten ist Edge, der zieht seine Bahn da. Hatte ich ja davor gemacht, haben wir getauscht. Ja, dann noch 6 Meter. Müsste ich ein bisschen weniger, ne? War das noch? Erhöhen dies, aber das geht bei mir auch schon ein bisschen schneller. 5,90, das ist okay.
Der ist rechts drehen nicht. Hm? Ja, verschieben. Dann beten drin, dann kriegen wir die Ecke ganz mit. Ne? So, siehst du. Mal kicken. Oh, 56, das ist ein bisschen happig, ne? Nur alle 300 Meter Korn rein, du. 8, 7, mal kicken. So. Auch noch den Macker. Und ab in Endgang. Halt, falscher Fehler. Falscher Fehler. Allrad drin. Kicken. Legt ihr den so weit runter hinten? Ne, jetzt geiler. Siehst du? Ja, siehst du. Du muckst dir das gut. Ja. Drehen wir ein bisschen Mais, ne? Oder liegen Mais. Jo, habe ich für mich noch so ein bisschen am Sound rumgebastelt. Der hatte so ein klein, für mich ein klein bisschen lautes Nebengeräusch. Und ich glaube, so ein Klack, Klack, Klack war da und so war da irgendwie. Das mochte ich nicht so gerne hören. Das ging mir auf die Nerven. Naja, aber Audio-Editor an und rindert Ding und zack, ist das rausgefiltert. So ein bisschen die Lautstärke angepasst. Das mache ich eigentlich so, ja, mit fast mal allen meinen Modes. Dann passt das so ein bisschen zusammen, ne? Also von Smitty diese 900er Fanserie, die jaulten auch so, die Dinger. Und das bei der Aufnahme ist das auch ein bisschen dümmlich, denn der eine so riesen laut und böckst dagegen an und übersteuerst das alles und ja, das habe ich mir so ein klein bisschen hingedreht. Also das ist okay so für außen, finde ich. Da ist der. Passt jetzt, wackelt und hat Luft da. Pass rein. Finde ich. Mal sehen, ob den kann man, glaube ich, ausmachen. Ja, genau. Ja, mit dem Treuer vorne dran, das probieren wir dann nochmal aus. Also hier sind, glaube ich, noch mehrere Dinger, die wir düngen müssen hier mit Kunstdünger oder was. Und dann können wir da einen Abbacken von machen. Jetzt ziehe ich auf den einen Deutz da eben Pflegebereifung rauf und dann können wir da gleich einen Apparat von machen und das dann alles eben einmal durchstreuen oder was, ne? Oh, ich mach das Leiden, das Ding, das sieht gut aus. Hm? Lange nach rumgesucht. Gab's auch eine von, ich glaube, Kuhn, wenn mich nicht alles täuscht, auch sowas in der Art. Die hatten sie, glaube ich, auch in dem Gold-Add-on drin, als 3 Meter oder so, oder 4 Meter. Die hatte sich eine umgebaut auf 6. Nur die hat die rechts oder links die Reihen nicht ganz mitgenommen und irgendwie und ich sag, nö. Nein. Nix für Butcher. Nicht böse gemeint, aber ist nicht. Und im Verhältnis habe ich auch gar nicht so viele Mods. Finde ich.
Aber die ich habe, funktionieren. Ich habe meinen Ordner hier so auf der Festplatte oder was, der ist voll bis oben hin. Hunderte von Mods drin. Aber da war echt jede Menge, die irgendwelche Kinken und Kram und eine Zeit lang habe ich mir den versucht, alle zu, ja, hinzufummeln und sonst irgendwas, aber umsonst bin ich nicht so grau, du. Tja. Wenn wir so Kleinigkeiten haben, so Tüdelüten, mal eben so ein bisschen laut und leise und schneller und ein bisschen mehr Kraft, dass sie auch mal einen Berg hochkommen, ne? Waren auch teilweise welche Beine, hast aber Björn Holm gespielt oder so und kamen die nicht mal mit dem Mistwagen da diese kleine Steigung hoch. Nicht diese da, die direkt zum Hof, meine ich gar nicht. Vom Kuhhof da Richtung Händler oder was, ne? Ich sag, da kann ja wohl nicht angehen. Steht großprotzig irgendwie 200-300 PS dran und kriegt noch nicht mal so ein 5 Kubikmeter Anhänger da oben hoch. Da. Ich sag, das kann denn echt nicht wahr sein. Ja, dann gehe ich dabei und den kriegt er ein bisschen mehr Drehmoment, dadurch ein bisschen mehr PS und all so ein Kram. Das kann man erst ein bisschen anpassen. Das mache ich schon eigentlich Jahre, seit 2013. In dem 13 habe ich das auch schon gemacht. Das ist hier ein bisschen einfacher. Ja, eigentlich einfacher. Wenn man da erstmal hingekommen ist. Aber wenn ihr wollt, schreibt mich an. Machen wir doch mal ein Tutorial von. Ist nicht viel. Kann eigentlich jeder. Man muss es halt nur wissen. Ich habe mir das auch alles nur erlesen und dann stundenlang und tagelang hier gesessen und ausprobiert. Ich bin so ein Typ, wenn ich dann da irgendwo Interesse für habe, dann muss ich das auch wissen. Dann interessiert mich das so doll, so brennend. Dann muss das ganz einfach sein. Und dann fummel ich auch so lange rum, bis ich das raus habe. Da ziehe ich mir dann auch meistens immer alles alleine raus. Da frage ich niemanden oder sonst irgendwas, weil ja, Google oder sonst was ist so groß, da steht so viel Kram drin. Muss man nur Ausdauer haben und den Willen, das hinzukriegen, dann geht das auch. Aber so ist das mit allen Dingen im Leben, ne? Ja, aber nun wollen wir erstmal Mais legen. Muss auch gemacht werden. Ja, und den Schlabber, ich denke mal, die meisten von euch, die kennen den, ne? Der hat auch so ein bisschen Glanz. Ein bisschen, ja, Seidenmatt, wenn man so ein bisschen gegen das Licht guckt, den geht das. Ja, und wie ihr wisst, das ist ja so mein Ding. Kabinenfederung finde ich toll. Nicht übertrieben. Das mal haben. Aber schön gemacht. Weil die 6R-Reihe, da gibt es jede Menge Mods von. Aber auch jede Menge. Ja. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das ist doch noch ein. Das ist Kalle, wa? Sieht so aus. Das sitzt da auch immer. Weißfisch. Ein Hecht oder irgendwas ist der bestimmt in der Gänge da. Ah, sind wir hier drin? Ich war erst am Überlegen, mir die große Horst zu holen, aber das ist mir zu groß. Auf diesen Äckern hier finde ich sowas zum Hinterhängen schöner, weil wegen Umdrehen. Auch wenn man einen Helfer laufen lässt. Ne? Wenn die anderen Dinger hast, die 6 Meter und dann so eine Schlepper davor, bleibt meistens immer so ein langer Streifen am Anfang. Man muss alles nachdrehen, den ganzen Sheet. Und die setzen sie eigentlich immer sauber wieder an. Auch wenn du das Vorgewände einstellst.
dann fängt er immer schön gerade wieder an und macht die Reihen dicht hier. Das heißt, da brauche ich mich nicht mehr um kümmern. Seine Spurreiser? Nee, ne? Nee. Irgendwie nicht, oder? Ich habe die zwar schon einige Zeit auf der Platte, aber ich habe die auf meinen Maps irgendwie kaum gebraucht. Weiß ich auch nicht. Bei Schönebeck sind die Äcker so groß, da nehme ich meistens die 9 Meter oder irgendwas, ne? Das geht ja ein bisschen fixer. Und eventuell die dann zum Eckenputzen oder für etwas kleinere. Oder wenn man jetzt mit zwei Mann auf einen Acker ist, auf so einem großen Ding, brauchst du hier nicht. Das ist okay. Dauert zwar alles ein bisschen, aber das ist in echt ja auch so. Ja. Ich versuche das ja eigentlich immer, wenn es geht, so realitätsnah zu machen, wie es geht. Aber man muss immer noch bedenken, was ein Spiel. Ne? Aber es gibt ja schon echt tolle Sachen hier. Die sind in echt auch gibt, ne? Ja, haben wir schon ganz nett hingekriegt hier. Der Puma, der hat schon ganz tolle Sachen rausgebracht, finde ich. Ja, aber alle so von FBM, ne? Die sind alle gut drauf, die Jungs. So muss ich sagen, ja. Dann haben wir die Fläche hier komplett, die mit, und ich sag mal jetzt, ja, die oder die da hinten noch an der Ecke noch mitnehmen, dann haben wir, glaube ich, auch für die Silos genug. Waren das 4 Stück da in der BGA, ne? Ja, ja, brauchst ganz schön Silo da. Naja, und dann kommen wir hier jetzt langsam voran. Dann haben die anständige Fahrzeuge hier auf dem Hof. Jo. Du musst Hinrich nur noch sehen, dass er die vernünftig einsetzt. Und dann kann ich in Ruhe wieder nach Freidorf. Und mit Dreschen, ne? Dann müssen wir auch noch Iswan Silo, haben wir ja ganz zu Anfang auch ein Mais-Silo gemacht, aber da soll noch ein Gras-Silo hin. Und ich habe auch schon angefangen damit, mit Claudia zusammen Grasflächen zu schaffen, also ne, Weiden anzusehen da. Und ein bisschen mehr Gras in der Nähe zu haben vom Hof, ne. Also lieber irgendwo außerhalb mit einer Grasfläche umbrechen dafür und da Weizen und Kram rein oder irgendwas. Ja. Auch Maschinen brauchen wir da auch noch. Weil da haben wir auch ziemlich betagte Klamotten. Wir hoffen, dass da nicht jetzt noch irgendwas auseinanderbricht. Dann muss ich da nämlich ganz schnell hin und das Ganze, oh Mann, hier im Moment nicht. Hier zumindest den Mais in Erde haben und den ganzen Kram. Schönes Bild das, ne? Mhm. So. Aber somit ist die Zeit erstmal wieder um. Ich hoffe,
es hat euch Spaß gemacht. Das Video. Und dann möchte ich mich mit diesen Bildern von euch verabschieden, recht herzlich, und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss, euer Butcher. Macht's gut.